So the exciting moment has come, and they want to welcome also the team and cast who are with us. They will now present to us the cast and their team. Okay, well, okay, so maybe you come down a second, all of you. Thank you very much for everything. They really did an amazing job with us. It's really not an easy thing to work with children, with animals, with non-actors, and with two directors. And they always called us a two-headed monster during the shoot, so imagine. We also wanted to thank the Berlinale Forum. For us, it's a very, very special day today. We're waiting for that a long time, and it really connects our two worlds, our two homes, Argentina and Germany, in a very special way. So thank you very much for that. And for the ones back in Argentina, nos mandamos mucho amor y mil gracias también. Okay, Lucas is our main producer. Andres is our great DOP. Marcia, our main actress. Flor, our producer. Mariangela. Yay, costume! Costume, and she always took care of everyone during the shoot, really everyone. Production coordinator. And I think I have to say, and Sophia Brockenshire, our first lady. I just want to say some words about the people who aren't here. Especially, we wanted to thanks a lot one of our producers, Santiago Caravante, he wanted really to be with us here, and he was a very important person for us. And he believed all the time in this film. And in his name and ours, we wanted to thank to his wife, his children, and Agostina Shambi. And as well, we wanted to, we would like to thank the second DOP, Federico Loque Bianco, who couldn't be here, Nicolas Pachueta, both of them much loved people of the film, and of course, the actresses, the actors who can't come, who couldn't come, and yeah, Lauter, yeah, okay, so yeah, thanks to all of us. It was wonderful to work with you, and thanks to the audience. Yeah, to all our friends here present tonight, yeah. It's really special for us. It, like old friends, family, everyone is here tonight, so it's quite amazing for us to come back to Germany like that. Really. Thank you all very much for being here. We see each other again after the screening. Enjoy the film. Sie sind herzlich eingeladen, Fragen zu stellen oder Kommentare abzugeben. Bitte geben Sie uns ein Zeichen, wenn Sie etwas sagen wollen. Es gibt hier keine Mikrofone, aber der Saal ist ja nicht so groß. Ja, ich würde gerne wissen, wie seid ihr auf diesen speziellen Ort gestoßen? Und habt ihr danach gesucht? War es ein Zufall, dass ihr in diese Region geraten seid und ja, eben in diese Region, in der auch Deutsch gesprochen wird? Ja, also ihr hört mich alle gut, oder? Ja. Sehr gut, okay. Misiones ist ein ganz, ganz besonderer Ort in Argentinien. Es ist so viele verschiedene Kulturen, viele aus Europa, viele von ihnen sind ausgewandert nach dem Ersten Weltkrieg.
Und also man muss nicht unbedingt Immigrant sein, dass man Misiones spannend findet, aber wir haben dann angefangen, so unsere ersten Reisen nach Misiones zu starten und ganz viele Deutsche kennengelernt. Also wir sind so von einem Haus ins andere. Diese ganzen Immigrationsgeschichten dieser Deutschen gehört. Aber was dann letztendlich das Spannende war in Misiones, war gar nicht mal jetzt nur Deutsche zu finden an diesem Ort, sondern diese Mischung. Also was passiert nach so einer langen Zeit, wenn sozusagen Deutsch gesprochen wird, aber dann die Kinder schon wieder gar kein Deutsch sprechen, das Deutsch auch ganz so anachronistisch antik erscheint manchmal, aber dann, also es konnte wie so nicht mehr weiterentwickelt werden an dem Ort und gleichzeitig wird es aber dann vermischt mit den anderen Sprachen, ne? Also mit dem Portugiesisch und auch mit dem Spanischen und das war schon eigentlich das, was wir dort gesucht haben und unsere Familie hat das natürlich dann perfekt repräsentiert, also die Kinder können überhaupt gar kein Deutsch mehr und die Brüder sprechen untereinander nur Deutsch und ja, diese Mischung zu haben, die Ehefrau spricht auch kein Deutsch mehr. Aber es gucken sich alle zusammen Deutsche Welle am Sonntagabend an. Die einen verstehen es und die anderen nicht. Ne? Also das war so für uns die perfekte Mischung. Also vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Ihr habt beide in Argentinien studiert, an der Filmhochschule, stimmt das? Ich nur ein Jahr, ich war dann nur zum Austausch. So, das heißt, ihr wart da und habt dort nach einem Stoff gesucht und seid dann an die Region geraten oder eben habt euch dann dorthin bewegt. Eigentlich erst den fiktionalen Stoff. Also wir sind erst auf die Suche nach dem Ort gegangen, deshalb war es eigentlich nicht zufällig, sondern wir sind ganz gezielt zu dem, also in die Region erstmal Misiones gegangen, weil wir einen Ort gesucht haben, der diese fiktionale Geschichte unterstützt und die in reale Begebenheiten einbettet. Und hatten eben was gesucht, was dieses Heimsuchen im doppelseitigen Sinne des deutschen Heimsuchen, was wir immer im Spanischen nicht übersetzen können, weil das alles in einem Wort hier steckt, unterstreicht. Und das haben wir eben in dieser Region, die so aus so vielen verschiedenen Ländern zusammengesetzt ist, in denen diese Vergangenheit immer wieder durch die Sprache ganz besonders erscheint, haben wir die wirklich auch lange gesucht. Also es hat bestimmt 3 Jahre gedauert, bis wir wirklich diese Familie gefunden haben, weil wir auch nicht so was Folklorisches wollten oder so. Also wir wollten, dass es ganz normal im Alltag noch gesprochen wird und gemixt wird, und aber nicht speziell hervorgehoben für jetzt. Könntet ihr noch mal was sagen zu dem Begriff Heimsuchung? Also was steckt da drin? Diese zwei Seiten. Könnt ihr das nochmal ein bisschen erklären, also als Kern des Stoffs? Genau, also das ist, glaube ich, so das eines der Gefühle, die uns wirklich von Anfang an begleitet haben, weil der Film hat ja schon Transformationen im Laufe der Zeit durchgemacht und das war immer noch so eine Sache, an der wir immer weiter festgehalten haben. Und also genauso bei der Protagonistin, die ihr Heim sucht, was aber gar nicht ein bestimmter Ort sein muss, sondern auch die Person, sie weiß es, glaube ich, selber noch nicht mal genau, was sie da sucht, aber eben etwas, in dem sie sich heimsucht. Und gleichzeitig diese Vergangenheit, die einen immer wieder heimsucht. So, ne? Das ist natürlich das, was entscheidend daran ist, also dieses... genau. Und das Gleiche haben wir irgendwie bei diesen Migranten gefunden, genauso wie wahrscheinlich bei uns selbst. Also wahrscheinlich ist das wirklich, was durch alle zieht, also das fern von uns. Ne? Also das ist weder hier noch dort, irgendwo dazwischen, was aber auch gerade gut ist, also auch nichts, was schlecht ist oder was verloren ist, sondern diese Zwischenwelt zwischen beidem. Ne? Also ich hatte mir auch notiert, ich meine, im Titel steht fern von uns, ja. Und das Motiv eben Nähe und Ferne. Also sich sowohl in den Figuren, in der Konstellation widerspiegelt, als auch in dieser Gruppe von Menschen, die ja ursprünglich mal fern von ihrer Heimat waren. Und das finde ich, zieht sich auf interessante Weise durch und ergibt so ein Geflecht am Ende. Ich
wollte jetzt noch mal was zu der Arbeitsweise wissen. Ihr seid Co-Autorinnen, Co-Regisseurinnen, ihr habt auch beide als Produzentin gearbeitet an dem Film. Wie habt ihr die Arbeit untereinander organisiert, zu zweit? Also wie habt ihr geschrieben, wie war der Prozess während des Drehs? Wir haben vor vielen, vielen Jahren alle zusammen in einem großen Haus zusammengewohnt. Viele von uns haben noch Film studiert zu dieser Zeit. Wir hatten zwei kleine Kinder, die gespielt haben, während wir über Filmideen gesprochen haben. Und so kam das eigentlich, dass wir zusammen diese Geschichte entwickelt haben. Und auch weil Mutter sein natürlich zu dieser Zeit mit kleinen Kindern noch ein anderes Thema für uns war. Und es ist ganz natürlich entstanden. Zur Arbeitsweise. Natürlich war es so, dass wir uns manchmal aufteilen mussten, ne, beim Dreh, dass die eine mal mehr Produktion gemacht hat oder die andere mehr mit der Kamera war, je nachdem, was gefordert worden ist. Aber eigentlich gab es keine klare Teilung, ne, so wie wir uns organisieren. Aber es war auch so von Anfang an, wir haben zusammen geschrieben, wir haben zusammen Produktion gemacht. Schön. Ja, es gab auch wirklich so viel Regiearbeit, die habe ich gesagt. Wir waren auch nicht so verhältnismäßig, hatten wir trotzdem ein kleines Team und mit einem Kind und nicht professionellen Schauspielern und im Dschungel. Also es war schon extrem viel Regiearbeit dabei. Und während des Drehs haben sie uns immer das Monster mit den zwei Köpfen genannt, weil es natürlich schon immer wieder Absprachen dadurch gab, die auch die Zeiten zum Teil verzögert haben, ne? Aber zum Teil auch schneller gemacht haben, weil wir sofort mit vier Händen angreifen konnten. Ne? Das war, und dieser Kraftaufwand zu zweit war auch wahnsinnig hilfreich. Oder es ist ja auch sehr hilfreich, immer jemanden an der Seite zu haben, mit dem man das gleiche Thema ja über Jahre bereden kann. Ne? Nochmal zurück, bevor ich die Diskussion dann öffne. Zu den Schauspielern, den Laiendarstellern. Also das ist eine Familie, auf die ihr gestoßen seid, die gehören zusammen sozusagen. Ich fand es absolut bewundernswert, wie dieser kleine Junge gespielt hat, wie der mitgespielt hat. Sehr natürlich. Also ich meine, ich hatte das Gefühl, dass ihr auch, oder das ist eben die Frage, ob ihr vieles habt laufen lassen und dann quasi nur beobachten, mit beobachtender Kamera, oder ob das wirklich durchinszeniert ist. Also es war natürlich nicht möglich, mit Matteo darüber zu sprechen, was jetzt gedreht wird und was nicht. Wir kannten ihn schon ein bisschen, das war ein großer Vorteil, und ich glaube, man muss auch dazu sagen, wir kannten die Eltern. Es ist sehr, sehr wichtig. Die waren wirklich immer da, und wir mussten uns da schon ganz oft was einfallen lassen, dass dann die Szenen auch so funktionieren. Ganz am Anfang war es sogar so, dass sie wirklich immer ganz nah an ihm sein mussten am Set, bis er dann natürlich einfach viel mehr Vertrauen dann entstanden ist mit ihm und auch mit den Schauspielerinnen. Und dann ging es, dann konnten sie so ein bisschen mehr verschwinden, würde ich fast schon sagen. Und dann also ganz viel mit ihm spielen, verstehen, was er gerne tut. Und dann natürlich auch die Locations richtig kennenlernen mit ihm zusammen und dann gucken, okay, wo sind so seine Orte, ne? Und so hat das funktioniert mit ihm, ja, und manchmal hat es auch nicht funktioniert. Ne? Also. Aber ich meine, auch erstaunlich ist zum Beispiel auch der Beginn und auch das Ende, vor allem der Beginn dieser Kuhtreiber. Ist das inszeniert oder ist das echt? Treibt er die Kühe so an? Ja, das, ja. Also bei der Familie. Haben wir schon sehr darauf geachtet und auch nach jedem Recherchebesuch das Drehbuch erneut umgeschrieben, dann, weil es schon also sehr, sehr wichtig war, dass sie in ihren alltäglichen Gewohnheiten blieben. Also wir haben immer danach geguckt, was sie tun, und ihnen dann die Geschichte da reingesetzt quasi. Aber es war immer eine Szenerie, in der sie sich wohlgefühlt haben von erstmal. Und Juan ist ein Kuhtreiber, aber diese Szene mit der Kuh, die hat bestimmt einen halben Tag gedauert, bis die Kühe dahin gelaufen sind, wo wir sie reinlaufen haben wollten. Also es war jetzt nicht einfach nur ein beobachtender Blick, sondern es war kompliziert. Wir mussten uns verstecken und sie sind dann erst in ein anderes reingelaufen, und normalerweise dürfen sie auch nicht da reinlaufen. Juan hat extra
ganz viele Gräser, die sie am liebsten mochten, genau unter dieses Tor, weil wir wollten diesen Wald dahinter. Also es war natürlich inszeniert in dem Sinne, aber in ihren alltäglichen Formen. Ne? Gibt es Fragen oder Kommentare? In der Mitte und da hinten, erstmal in der Mitte. Ja, also ich habe erstmal eine Frage, und zwar zur Ästhetik des Films. Also dieser Film ist aus meiner Sicht für kommerzielle Verhältnisse sehr, würde ich sagen, handlungsarm. In was für einem Kontext geht ihr euch denn ästhetisch? Eher so in dem Nuevo Cine Argentino, weil das erste, was mir zu dem Film eingefallen ist, sind so die Filme von Lisandro Alonso, ne? Die sich ja auch mit Arbeiten auch mit sehr langen Kameraeinstellungen und Personen, die kaum sprechen. Also seht ihr euch in diesem Kontext oder? Okay, ja, da würde ich jetzt gerne ganz lange drauf eingehen, aber nicht. Also erstmal, Lisandro Alonso war jetzt nicht eine Referenz für uns, für unseren Film. Nuevo Cine Argentino ist für uns gar nicht mehr so präsent. Also wir haben schon so das Gefühl, dass die Filme, die jetzt in Argentinien gezeigt werden, nicht mehr als Nuevo Cine Argentino kategorisiert werden können. Ne? Also da gibt es schon zu viel. Wenn man von Referenzen sprechen könnte, dann könnte man jetzt, weiß ich nicht, La Bibelina von Rainer Frimmel zum Beispiel nennen. Das war für uns wichtig. Also es war viel zu kommen. Und dieser Bubi, ja, muss ich natürlich, darf ich nicht vergessen, großartige Bubi. Ist auch ein Regie-Duo. Ja, genau. Alamar wäre ein ganz, ganz wichtiger Film auch für uns. Gutierrez Rubio ist der Regisseur. Filme, die sozusagen in so einem, wie sagt man, Real Environment stattfinden, die Fiktion in einem Real Environment, das waren für uns die ganz wichtigen Referenzfilme, ja. Und zur Zeit, ja, uns war es schon wichtig, also Misiones ist schon ein Ort, der einen ganz anderen Rhythmus hat. Ne? Also so, wir wollten aus den Darstellern auch nicht was machen, was sie nicht sind. Und die Natur ist schon sehr, sehr stark und imponente, sagt man imponente, sie. ich glaube, der Rhythmus, den der Film gefunden hat, wir mit ihnen gefunden haben, entspricht schon dem, was wir auch wollten. Also so, aber ich könnte jetzt nicht direkt sagen, diese Referenz oder diese Temporalität eines bestimmten Filmes. So. Das hat sich so ergeben, ja. Und auch mit, also ich könnte jetzt weitermachen, über die Charaktere zu sprechen. Also, vielleicht kann man noch mal kurz was sagen zu dem Handlungsarm, was du gesagt hast. Also das war schon von Anfang an so geplant, aber es war trotzdem ein langer Prozess in der Montage und wir hatten ein paar mehr Planos, die ein paar mehr Informationen gegeben haben, aber es war eben von Anfang an, genau, Einstellung, und es gab von Anfang an aber wirklich eine Suche nach dieser Atmosphäre und nach nicht erklärend, also die Mehrinformationen, das haben wir so im Prozess der Montage empfunden, haben den Film eher kippen lassen in eine andere Atmosphäre als die wir eigentlich gesucht hatten. Und wir sind dann immer wieder davon weggekommen, also wir hatten immer das Gefühl, es wird eigentlich, obwohl wir Infos geben, wird es schwächer, also es war nicht bereichernd. Und genau, und wir sind eben dann eher, das ist natürlich risikoreicher in einem gewissen Sinne, die Form, weil weniger Hintergrundinformationen gegeben werden, aber wir wollten auch diesen beobachtenden Blick nicht verlieren. Und das hat das gleich in so eine andere Sprache getragen, genau, und deshalb sind wir davon auch weiter abgekommen von den Informationen. Da hinten noch eine Frage, oder? Ja, ich hatte noch die Frage, kam ja auch im Film kurz auf, dass diese deutsche Community da in der ganzen Nation praktisch sehr ineinander verbunden ist und sehr connected ist zwischen einander. Und ihr habt ja vorhin gesagt, dass ihr hauptsächlich auf diese eine Familie konzentriert habt, aber ich meine, seid ihr da auch so ein bisschen in diese Community reingeraten? Das ist reingeraten, aber
Also man kann in Misiones gar nicht mehr nur, es gibt nur noch ein paar deutsche Communities. Also es ist einfach schon über die Generationen hat sich einfach auch alles vermischt. Und trifft man noch wirkliche deutsche Communities, dann sind das auch ganz oft schon ältere Menschen. Ne? Und wir, das war nicht so spannend. Oder Laura hat es vorhin schon angesprochen, ne? Es wurde dann auch ganz oft folklorisch fast schon. Ne? Also das war nicht das, was wir suchten. Also wir wollten wirklich Misiones finden und nicht so eine deutsche Community. Und das ist auch, also mit unserer Geschichte, ne? Also wir wollten ja keinen Dokumentarfilm machen, sondern schon mit unserer Fiktion auch mit diesen Menschen dann zusammenarbeiten. So, ne? Also abstrakte des Realismus verwenden, aber ne, schon auch mit einer Schauspielerin dort auftauchen. Und das ist sehr, sehr schwierig dort in Misiones. Also da ist dann, da muss man dann schon sehr aufpassen und da braucht man dann wahrscheinlich auch mehr Zeit, um da ein wirkliches Vertrauen aufzubauen. Und Communities, ich glaube also wirklich, es gibt natürlich Feste, wo sich Deutschsprechende mal wieder treffen, aber so wirklich an einem Ort zusammen sein, gibt es glaube ich so in dem Sinne in Misiones jetzt gar nicht. Also eher die Mennoniten, die anders in anderen Gegenden wohnen, aber so die aus dem Film kommen ja sogar aus Brasilien und ich glaube, dass es dort Städte gibt, wo es viel mehr Deutsche gibt, weil die Schiffe dorthin gekommen sind und in Misiones hat keinen Hafen. Also sie sind in Brasilien angekommen und mussten während des Zweiten Weltkriegs aus Brasilien flüchten, weil dort kein Deutsch mehr gesprochen werden durfte und dann sind sie über die Grenze, also es ist, wo wir gedreht haben, im Soberbio kann man über einen Fluss schwimmen und ist in Brasilien, das ist direkt daneben, deshalb sprechen auch alle Portugiesisch. Genau, also das sind eher diese Familien, also wir haben lange nach Familien gesucht, die unter sich sprechen noch, die jung genug sind und noch Deutsch sprechen, damit sie unter sich sprechen können. Weitere Fragen? Dann hier. Dann, ja. Darf ich mich jetzt noch fragen, also die Personen, die im Film Deutsch gesprochen haben, das waren ja eher ältere Männer, ja, ist das auch repräsentativ oder, weil ich habe mich jetzt gewundert, ob es auch irgendwie Frauen da. Ja, das natürlich. Also die hatten auch noch eine Schwester. Ne? Das natürlich. Also ich glaube, da gibt es keinen großen Unterschied, ob jetzt Männer oder Frauen wir hatten. Aber die haben uns gut gefallen als Zusammensetzung. Also wir hatten sie so im Drehbuch stehen auch. Und wir hatten auch noch überlegt, ob wir auch noch die Schwester dazu nehmen. Ich glaube, die ist auch auf der Party am Ende so. Da sind dann noch mehrere Familienmitglieder, aber es war, also sie sollten ja auch jeder eine Geschichte haben und Carlos, also wir hatten Juan als Hauptfigur von den Deutschen quasi, den Kuhtreiber und Carlos, der die Schlangen fängt und die fängt er immer, also diese Schlange ist super giftig und der geht immer in den Wald Schlangen fangen für diese Antigifte und deshalb kann er das, also wir haben ja auch dann nicht nur danach gesucht, was sie sprechen, sondern auch was sie können, so was machen sie im Alltag. Ne? Und Arno war einfach, hat super geschimpft, den machen wir deswegen, deshalb sind die reingekommen, aber ja. Es gibt eine Szene in dem Film, wo die Protagonistin im Bus sitzt und von der Polizei angehalten wird und sie darf nicht reisen mit dem Kind ohne das Einverständnis des Vaters. Ist das realistisch? Ist das, ja, das ist so. Also sobald ich aus Argentinien ausreise, brauche ich ein ganz bestimmtes Dokument, in dem ich die Erlaubnis des Vaters habe, aber auch umgekehrt. Der Vater braucht die auch von der Mutter. Ja, also das ist, ja. Und besondere Mission ist wegen dieser Grenzsituation, also da wird auch viel Kinderhandel und weil es direkt an Paraguay und Brasilien grenzt und da gibt es wirklich sehr viele Polizeikontrollen. Also die Kontrollen sind mehr, genau, aber das Dokument brauchen wir alle. Genau. Also. Gibt es noch weitere Fragen? Da in der Mitte, bitte. Sie sprachen am Anfang von einer gemischten Bevölkerung. Misiones, der Ursprung sind ja die, nehme ich mal an, die Jesuitenmissionen. Misiones hat ja ursprünglich zu Paraguay gehört und ist dann im Triple Allianz-Krieg zu Argentinien gekommen. Welche Rolle spielt das indianische Element, die Guaraníes beispielsweise? Ja. Und Sie, da sind Sie
da noch auf Reste gestoßen? Ja, ja. Und das ist auch, also erstmal leider, ne, ist unsere Geschichte auch so, dass leider viele umgebracht worden sind. Ne? Also, und das spürt man in Misiones. Wir haben einige getroffen. Leider ist es so, dass es ist schon ein Rassismusthema, das dort sehr präsent ist. Bei allen, also ganz egal, ob das jetzt die Argentinier sind oder die Deutschen oder die Ukrainer. Es ist ein Thema, sie sind haben einen anderen Status in Misiones, leider. Was aber trotzdem sehr schön war zu sehen, ist, die Deutschen haben bestimmte Bezeichnungen in Guarani. Also Juan kann sehr viel in Guarani. Und gerade wenn es um die Natur geht, merkt man diese Mischung. Also es gibt deutsche Definitionen von gewissen Räumen, aber dann wieder auch in Guarani. Und das war beeindruckend. Also unsere Deutschen kannten jeden Baum in ihren Wäldern. Und also mit deutschen Bezeichnungen. Ne? Und gleichzeitig aber dieses Wissen der Guarani, das hatten sie auch ganz oft. Also das war, also da waren sie präsent. Ja? Aber wir sind ja nach Misiones und haben uns schon prinzipiell erstmal nur für die Deutschen interessiert. Ja? Also wir hatten nicht die Möglichkeit, jetzt so sehr in Kontakt zu treten mit den Guarani. Wir haben sie getroffen, aber... Wir sind auch eher auf der anderen Seite. Wir waren ja eher auf der Seite Brasilien. Und Guarani ist eigentlich mehr auf der Seite. Da ist schon noch mehr, wird auch mehr gesprochen. Ne? Also in Posadas wird, glaube ich, auch viel Guarani gesprochen. Oder die, was an Paraguay grenzt. Da ist noch eine Frage, ne? Ja, es ist auch eher eine Hintergrundfrage eben zu der deutschen Migrationsgeschichte. Also das, ihr habt anfangs kurz erwähnt, das sind Leute, die vor dem Zweiten Weltkrieg. Genau. Also so aus wirtschaftlichen Motiven. Ich meine, es ist ja auch politisch total interessant, dass ich glaube eben Brasilien und Argentinien auch während dem Zweiten Weltkrieg ganz viele geflüchtete Juden und Jüdinnen aufgenommen hat. Und auf der anderen Seite war es das totale Nazi-Fluchtland. Ja. Und ich habe mich jetzt so gefragt, wie in dieser Diaspora ist das ein Thema oder ist das eher eine homogene Gruppe an Menschen? Also das hat mich irgendwie auch beschäftigt beim Schauen und beim Beobachten. Also das war für uns was total Spannendes, also gerade mit den Nachrichten, die hier von den ganzen Migrantenwellen kommen, waren wir währenddessen in Misiones und haben gesehen, Deutschland war auch mal ein Auswanderungsland. Also das war auf jeden Fall daran immer wieder sich zu erinnern, aber das geht ja immer im Ausland, ne? Weil hier spürt man das dann nicht, das fällt andersrum. Ne? War auf jeden Fall total wichtig zu sehen. Und also in Argentinien, wir leben ja jetzt auch schon über 10 Jahre, und das ist auch, die Juden sind dort halt natürlich, die jüdische Kultur ist überall, was wunderbar ist, dort mitzubekommen. Und ich glaube, es gibt halt verschiedene Auswanderungswellen nach Argentinien. Ne? Also einmal so vor 200 Jahren religiös Verfolgte, dann die mehr so diese Landwirtschaft betreiben, wirtschaftliche Flüchtlinge, also zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg oder sogar noch früher. Und dann, genau, Juden und Nazis zusammen während des Zweiten Weltkrieges, was also ich zumindest in Büchern gelesen habe, was damals natürlich ein wahnsinniger Konflikt war, dieses Zusammenleben an einem Ort wieder. Aber in eurer Community? Gab es das, nee, weil das waren keine, die waren wirklich vorher. Also ja. Deshalb war das Deutsch auch wie eine Fabel, also das hatte gar nichts mehr mit was mit Konkretem zu tun. Ne? Genau. Da gibt es noch eine Frage, bitte. Ich, ja. Und zwar die einzige Person, die für mich zumindest in dem Film so eine Art Ausbrechen aus dieser Gesellschaft bedeutet hatte, das war ja diese dunkelhaarige Frau, ne? Ich glaube, ich habe den Namen jetzt vergessen. Mit dem Kind die ganze Zeit zusammen war am Ende. Aber irgendwie transportiert so die Stimmung so ein Scheitern irgendwie so. Sie kommt ja irgendwie so tragisch vor, nicht? Und dann auch diese alten Männer mit diesem Schrotttraktor und diese Schrottlandschaft dort. Also man hat irgendwie das Gefühl, das Land ist total auf dem absteigenden Ast, zumindest aus eurer Sicht oder weiß nicht. Also so ein Schrotttraktor, den benutzt er noch alltäglich? Und
Tatsächlich, und der funktioniert wunderbar. Ich glaube, noch besser, also er ist da total stolz drauf, dass er nach 50 Jahren immer noch so wunderbar funktioniert wie kein anderer. Deshalb kommt es, glaube ich, immer drauf an, so wie man es sieht. Und alles ist rot, weil die Erde rot ist. Deshalb sieht alles auch irgendwie gerostet aus, sagen wir mal. Aber natürlich, genau, natürlich ist sie noch keine Mutter. Und also daran ist sie bis jetzt gescheitert. Und das versucht sie gerade erst, ne? Also ich kann das schon auch ein bisschen teilen, was Sie gesagt haben, dass es eine gewisse Stimmung gibt, die schwer ist. Aber es gibt auch Hoffnungsmomente, und es gibt eigentlich diese sehr schöne Szene dann mit dem Ei im Bett, mit dem Matteo. Ich wollte nur ergänzen, dass ich das schon auch nachvollziehen kann, aber dass es eben auch andere Momente gab in dem Film. Ich wollte gerne noch wissen, der Film ist ja gerade erst fertig geworden, er hatte hier seine Welturaufführung. Welche Zukunft hat der Film? Haben die Leute den Film schon gesehen? Nein, noch nicht. Also unser Plan ist, dass wir wirklich auch nach Misiones gehen und da eine Vorführung haben, da freuen wir uns schon sehr drauf. Sind alle sehr emotional jetzt gerade und freuen sich, weil wir hatten noch keine Zeit, wir sind gerade erst fertig und mussten sofort nach Deutschland. Aber das wird auf jeden Fall unser Plan sein, dass wir dann diesen Film zusammen mit unserer Familie Hinz dann ansehen können. Und was passieren wird mit dem Film, das wissen wir jetzt noch nicht. Ne? Also es gibt es auch Verleih in Brasilien schon? Oder in Brasilien? In Argentinien. Ich dachte schon, naja, vielleicht. Nein. Also gibt es einen Verleih im Moment schon? Also jetzt momentan haben wir noch keinen Verleih. Aber das wird sich jetzt dann vielleicht entwickeln, hoffentlich. Ah, da oben ist noch eine Frage. Was mich noch interessieren würde, Sie hat ja so ein Dokument gesucht auf dem Dachboden. War das jetzt Ihre Geburtsurkunde oder war das wegen der Erbschaft irgendwas? Oder ist das eigentlich egal? Also man muss in Argentinien immer das Dokument des Vaters dabei mitführen, ja? Und aber auch noch die Geburtsurkunde des Kindes. Und den Ausweis. Und sie hat genau, danach hat sie gesucht und ihr hat dann das Dokument des Vaters gefehlt. Ja, ich würde sagen, vielen, vielen Dank für den Film und für eure Arbeit und alles Gute, viel Erfolg und vielen Dank auch ins Publikum.